Das Laden war erfolgreich. Ja, so, da sind wir wieder. Eine etwas unplanmäßige Aufnahme am helllichten Tag, obwohl draußen die Sonne kracht wie Sau und ich nicht am Badesee bin, was eigentlich unglaublich ist. Gerade im Hinblick auf die letzten Tage. Und ich hätte eigentlich noch was anderes zu tun, aber auch dafür kann ich mich gerade nicht motivieren bei diesem Wetter. Ja, da sind wir wieder. Ich habe auch gerade die neuen Kopfhörer auf, die ich mir besorgt habe. Und ich hoffe, in denen hört man jetzt nicht mehr so viel von das Echo vom Thron. Ja, also, Aufnahme sehr unplanmäßig. Mir fällt gerade was auf. Ich wollte da noch was machen. Zack, so. Das Ding haben wir ja schon... habe ich das jetzt schon ausgenommen? Ja, genau, den Gelbbeutel habe ich schon. Ja, so. Ja, was war der letzte Stand? Der werte Zuschauer. Obwohl, der weiß es natürlich auch nicht, wenn er jetzt lange Pause gemacht hat. Wie du musst sagen, wir müssen eventuell vielleicht zurück zu Kollege Schnüschuh hier, also... Ach, wie ist er denn? Ich weiß nur, dass auch Aurelius hieß, der Typ, den wir eigentlich umbringen sollten, mit so einer vergifteten Kopf. Aber das hat ja leider nicht so gut funktioniert, weil wir uns ja ein bisschen verklickt haben in der Option und dann ist da halt was schiefgelaufen. Wie dem auch sei. Wir werden jetzt also erstmal zurück zu dem Typen, den komischen Goblin halt, oder was auch immer der war. Da werden wir jetzt halt mal kurz zurückgehen. Das ist zumindest jetzt so mein Plan. Und werden mal schauen, ob wir den jetzt umbringen können, alternativ. Ich hätte ja wirklich gerne die böse Seite davon gewählt, aber scheinbar möchte das niemand, dass ich das tue. Ach, hier war ja noch so ein Waber-Feld. Warum war denn? Ach, ich glaube, oben war der Teleporter, oder? Das ist alles so verdammt lange her. Oh. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob ich davon sterben kann, wenn ich da... Das ist eine Platte, aber ich vermute mal einfach ja. Ja... Er möchte immer noch nicht mehr reden, oder? Petzold? Der mutige Bergsteiger. Schon irgendwelche Zeppelin-Teile gefunden. Wenn ihr einem Kopf... Ja, der mutige Bergsteiger. Mit so einem... Ich bin ja mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Ach du Scheiße. Hä? Zimien? Wo kommt der Zimien her? Ich sehe euch nicht. Doch weiß ich, dass ihr da seid. Wer leistet Simeon dem Philosophen Gesellschaft? Es ist ein Drachenritter. Ich mach mal Gedanken lesen. Ach komm, es kommt mal. Und wenn ich wieder sehen kann, muss ich nicht mehr länger angstvoll in mein Inneres blicken, sondern kann mich wieder am Sternenhimmel über mir erfreuen. Oh, nur wenn Nacht ist. Na gut, jemand, der sich wundert, warum sich irgendjemand die Mühe aufgibt, auferlegen wurde, hier zu leben. Es ist ein Drachenritter. Wer ich bin, spielt keine Rolle. Na, sind mal ehrlich. Das dachte ich mir schon. Aber hab Dank für eure Ehrlichkeit. Ja, kein Ding. Okay, muss ja mal ehrlich sein, oder? Ein Mensch, der Einblick gewonnen hat in die großen alten Geister. Niemals zuvor habe ich solch großen intellektuellen Neid verspürt. Tja, ach, fragen wir einfach mal, dass das Physikalische... Die einzige Balance, die ich halte, ist die zwischen Wahrheit und Lüge. Aha. Ich bin hier, um über das Leben und den Tod zu sinnieren. Und das schon seit mehr als 8 Jahrhunderten. Oh, okay, dann hat sich das mit dem Tod wahrscheinlich ein bisschen verschoben. Philosophie war schon immer meine größte Leidenschaft. Und nachdem ich den Schlüssel zum 1000-jährigen Leben entdeckt hatte, kam ich hierher, um mein Dasein dem Denken zu widmen. Aha, das ist interessant. Wie geht denn das? Ach ja, nach ungefähr 4 Jahrhunderten habe ich mein Augenlicht verloren. Mein Körper altert offensichtlich immer noch schneller, als ich dachte. Oh, tja, kennt ihr mir verraten, wo mein Mann, der ist nach dem Abstrakt, war, dürstet seine Augenblick, können sie ihn nicht ablenken? Ach, wir fragen mal, ob wir was machen können. Ein großzügiges Angebot. Wiedersehen zu können, wäre in der Tat ein wertvolles Geschenk. Ah, ewiges Leben ohne ewige Jugend ist ja auch mal so ein bisschen mittelherzig. Gab's auch eine griechische Geschichte mal zu, also eine typische griechische Sage. Aber auch das einzige bekannte Heilmittel ist nicht minder wertvoll. Wenn ihr mir 2 Malachit-Edelsteine bringen könntet, wüsste ich eine Zauberformel, die die Steine in gesunde Augen verwandelt. Ah, Malachit, ich glaube, ich habe genau einen. Diese Edelsteine sind äußerst selten und sehr, sehr wertvoll. Wenn ihr sie mir trotzdem aus freien Stücken geben würdet, wäre eure Belohnung immens. Naja,
Böse zur Allgemeinheit, gut zu einzelnen Personen, oder? Augenlicht ist unbezahlbar. Klar, aber solche Abenteuer haben durchaus ihren Preis. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, ja, ich werde mich bemühen, ganz doll. Ihr seid gütig, mein Freund. Und gebt einem alten Mann Hoffnung auf etwas, an das er schon lange nicht mehr geglaubt hat. Na, 1000 Jahre leben, da kann man auf jeden Fall relativ viel sehen. Aber wahrscheinlich, selbst wenn Menschen ewig leben würden, würden sie wahrscheinlich doch früher oder später sterben. Naja, besonders die Dümmeren. Aber die Schlauen wahrscheinlich auch. Ja, wo finde ich den denn? In den Orobas-Fjorden existieren zahlreiche Minen und Höhlen. Aber nein, ich kann euch nicht behilflich sein. Was mir übrigens gerade so einfällt, hier ist doch diese Höhle unterm Wasserfall. Da muss ich eigentlich mal rein. Diese Edelsteine sind so selten. Die Goblins nennen sie Sternensteine. Und glauben, dass sie die Seelen von toten Göttern enthalten. Ja, was ich gerade sagen würde, die Höhle unterm Wasserfall, die haben wir noch nicht gemacht, oder? Ich war da nur mal drin und dann habe ich ziemlich auf den Maul gekriegt und dann bin ich wieder rausgegangen. Warum denn das? Ja, genau. Ihr habt auch eine philosophische Ader, was? Ja. Ich arbeite an abstrakten Konzepten durchaus. Aber ich bin ebenso davon überzeugt, dass gute Philosophie auch praktischen Nutzen haben muss. Wie die Philosophen bei Terry Pratchett oder was, wo einer von 1000 Ideen gut war. Und die bestand dann daraus, große Spiegel zu bauen, um eine anrückende Flotte zu verbrennen. Was übrigens nicht funktioniert, nur so nebenbei. Durch meine Blindheit habe ich mich in gewisser Weise aus der materiellen Welt entfernt. Und ich fürchte, ich habe buchstäblich den Blick aufs Wesentliche verloren. Aha. Manchmal kann sich das negativ auf meine Gedanken auswirken und meine Suche nach den ultimativen Antworten behindern. Ja, ultimative Antwort, überhaupt kein Problem. 42, mein Freund, 42. Lebt wohl. Hoffentlich findet ihr, was ihr sucht. Ja, warte. Welche Taste war das? War das E? Ich muss kurz gucken. U war es nicht, oder? Doch, U war es. Ich müsste nämlich kurz mal meinen Throne sahen. Man speichert doch immer was nie, wer da was hinter dem nächsten Baum lauert. Ja. So. Oh. Ich habe euch den gewünschten, exzellenten Edelstein gebracht. Hervorragend. Danke vielmals. Hier ist der Edelstein. Ja, bring mir mal einen Malachit. Kannst du sowas? Nee, kann er wirklich nicht. Ich kann es mir nicht leicht machen. Das ist ja doof. Naja, dann holen wir halt einen Saphir. Auf der Stelle. Ich glaube, Kiesel, irgendwas wäre schlauer gewesen. Hier habe ich eure Exzellenz. Es war mir eine Freude und Ehre zugleich. Oh, wie war denn das? Ginseng, glaube ich, brauche ich. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. So, der möchte eh noch nicht mit mir reden. Die müssen wir also nochmal kurz zum Alchemiegarten. Ja, ja, nur eine Drachenform, bla bla bla. Wissen wir alles. So, wo ist denn hier Anselm? Ich glaube. Nee. Anselm? Hä? Wo steckt der das jetzt schon wieder? Na! Göttlichen, was für ein Tag. Natürlich, ja, ja, ja. So gut wie erlebt. Ja, der wird Zauberer, der... Göttlichen, was wunderbar. Wunderbar. Ja, gut, Trick kann ich anscheinend keine machen. Aber was mangelt das denn? Drachendorn. Gut, dass ich gerade den Typen Ginseng holen geschickt habe. War auf jeden Fall die beste Idee, die ich bis jetzt hatte. Jetzt wird es ein Jungfernblüten. Was war da? Fehlt auch ein Drachendorn. Naja, 200 Mana brauchen wir jetzt auch noch nicht. So, dann nochmal zum Thronsaal. Eigentlich wollte ich ja nur zur Kiste, aber... naja. Kann es ja nicht. Gegrüßt, Drachenritter. Welche Bezauberung soll ich für euch suchen? Oh, Malachit. Ich weiß nicht, ob ich... Er kann Malachit holen, das ist ja schön. Hä? Was ist das denn? Achso, mein Inventar. Es ist alles noch nicht geladen. Also man sieht, dass ich die Weihnachtstiere schon länger nicht mehr anhatte. Er lädt sich hier in Wolf. So, hier stand doch auf jeder Stufe stand hier so eine Truhe rum, oder? Wer war mal so jetzt? War die nur beim Bezauberer? Also irgendwo kann ich mich düster erinnern, stand so eine Truhe rum, die einfach nur den Inhalt von der anderen Truhe gespiegelt hat. Nicht diese? Muss ich doch in meinen Thronsaal runter? Muss ich ja so weit laufen? Oh Mann, ey. Ich verklick mich andauernd. Geht auf jeden Fall gut los, wenn man schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt hat. Dann passiert sowas. Viel hatte. Mana und Dings halten sich immer fast in Waage. Warte mal. Es ist so erbauend, euch zu sehen. Was darf ich für euch spielen? Ed Rumbler vom Slaves. Naja, was bedrohlich ist. Dunkel. Ja, mach mal. Ich hätte vielleicht noch was Fröhliches. Ach, egal. Fröhlich fährt aus. Der holste Fahrstuhl der Welt. Hui, zack. So. Ne, wo ist er eigentlich? War hier unten nicht mal einer? Ach ja, genau, er. Ich glaube, er war eh nicht weit interessant, oder? Was war das denn hier noch? Diese ganzen verschlossenen Truhe, mein Schloss, die geben mir echt zu denken. Meine, was ist da drin? Warum habe ich den Schlüssel nicht? So, hier. So, diverses. Ich habe Smaragde, ich habe Malachit-Edelsteine.
Hätte ich nicht sogar welche bei gehabt? Nein, ich hätte keine dabei gehabt. Zwei Stück brauche ich. Ah, Quest aktualisiert. Hervorragend. Bin ich ja mal gespannt, was der Typ mir jetzt gibt. Wahrscheinlich verwandelt er sich in einen großen riesigen Drachen und frisst mich auf. Also speichern vorher erstmal ab und dann... Hallo! Der Edelsteinfreund kehrt zurück. Ich heiße euch willkommen. Ja, ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich muss nicht nur teleportieren, das dauert von da hinten bis hierher. So, ich habe was gefunden. Der Herr, das Chaos soll verdammt sein. Ihr habt echte Malachite gefunden. Na klar, ich schmeiße ja nie was weg. Da hebt sich alles auf. Nun zum Zauber. Gemai Lucem Dent Oculis Mais. Besser kurz. Genau. Jawohl. Die Malachite. Ich kann wieder sehen. Den Himmel. Die Felsen. Nach all den Jahren. Ah, oh, toll. Mein Geist öffnet sich. Mehr als je zuvor. Kommt, lasst mich euch von den philosophischen Fortschritten erzählen, die ich im Laufe der Jahrhunderte gemacht habe. Ich meine, ich mache zwar philosophische Let's Play und betitel das auch so, weil ich andauernd wie abschweife und über irgendwelchen Mist nachdenke, aber ich muss das jetzt ja... Simeon spricht stundenlang zu euch. Von früh bis spät. Bis ein ganzer Tag vergangen ist. Krasser Seine Typ. Erkenntnisse sind in der Tat überwältigend. Und ihr verlasst den alten Denker geistig erregter und erleuchteter als je zuvor. Wow, Erfolgerung, es werden Licht. Ja, Weltenneuerung. Alter Schwede, da kommt ja ordentlich was bei rum, sehe ich gerade. Ach komm, Gold brauchen wir nicht. Licht des Elfen, bla bla bla. Fernkampfrüstwert 5, finde ich ja schon mal gut. Ah ne, halt. Meine ist ja die rechts, ne? Obwohl, andererseits ist es eine Magierüstung. Die hat zwar 9 plus Fernkampfrüstwert, aber... Fernkampfrüstwert um 5, aha, also 10. Warum sind das... Achso, das habe ich da eingebaut. Wieder Leben und bla bla bla. Also ich bin ja fast geneigt, die neue Rüstung zu nehmen, einfach weil sie die 3 plus Intelligenz und die 75 mehr Mana macht. Ja, das Lebenspunkt und Lebenskraft sollte sich... Ja, andererseits, da ich das jetzt tatsächlich da Sachen eingebaut habe, ist die wiederum besser. Ich kann die Veredelung, glaube ich, nicht wieder ausbauen, oder? Ich glaube nicht. Warum frage ich sowas eigentlich überhaupt? Niemand wird mir antworten. 8 zu Nahkampfschaden, 50 kräftige Körper, bla bla bla, 3 zu Stärke. Ah, da ist die gute Veredelung drauf. Ich glaube, die kann ich nur nochmal machen. Spontan von... Lol. Wahrscheinlichkeit von 8%? Wie oft prockt das? Ah, die Rüstung sieht gut aus. Den Gürtel sieht man gar nicht. 3 zu Stärke. Nee, denn die Rüstung. Noch schön will ich jemandem begegnet, der so belesen ist. In der Tat ist er ein großer Weiser. Denn wie schon ein anderer Philosoph sagte, man erkennt einen Weisen nur daran, wie gut er lehrt. Ah ja. Wir haben übrigens noch einen Fähigkeitspunkt dazu gekriegt, sehe ich ja auch gerade. Wo waren wir denn als letztes? Kann ich mich erinnern, ich habe dieses... Ach ja, heilen müsste ich auch mal durchleveln. Was bringt denn regenerieren? Bildet ihr im Normalverkehr mehr, um euch zu heilen? Der sagt, pro Sekunde werden... Ja, da sollte ich vielleicht wirklich mal einen Punkt reinsetzen. Einfach nur, um doof rumzulaufen. Ich habe sogar 2 Punkte, krass. Ich glaube, ich setze einfach mal einen Punkt rein. Ich meine, da muss ich zwar immer noch ziemlich lange abwarten, aber hey. Ich meine, das zu steigern bringt es überhaupt nicht, aber... Pro Sekunde, ich laufe doch öfter mal ein bisschen länger rum, da ist so ein Lebenskraftregeneration vielleicht doch gar nicht schlecht. Ja, genau, als ob das so aussehen würde. Magisches Trommelfeuer. War, habe ich das als letztes gesteigert? Was habe ich denn überhaupt hier? Das macht nicht wirklich viel mehr Schaden. Der Feuerball ist da schon... Oh, 4 magische Geschosse, okay, machen wir das. Gekauft. Das erhöht den Schaden ja erheblich. Ich meine, das ist ein Geschoss mehr. Also quasi 14 mal 3 plus 90 Schaden mehr. Was auch immer das ergibt. Welche Taste war ein Drache? So wie es aussieht, gut. Ich war mir gerade ein wenig unsicher, welche Taste die Drachenverwandlung war. So. Unmöglich. Was? Unmöglich? Quick Save. Ist ja sehr wohl möglich. Ich wollte eigentlich woanders hin, ne? Ich wollte ja zu... War das hier? Hier war noch eine Höhle, ja. Wenn ihr jemals jemanden namens Damian trefft, lauft fort. Aha, gibt es hier mehr als einen Damian? Und sind die alle gleich gefährlich? Wäre jetzt eine große Frage. Ich
Ich bräuchte mal einen besseren Bogen. Ist ja schön, dass ich jetzt sehr viel... Achso, ich wollte ja mal meine neue Rüstung ausprobieren. Achso, das sind ja die ganzen Drachenteile, die ich nicht anlegen kann. Die Champion-Rüstung. So, gucken wir mal. Eigentlich ist es nur interessant, Lebenspunkte und Mana. Habe ich beides mehr mit der Rüstung. Wie sieht denn die aus? Verdammt düster hier. Muss man vielleicht ins Licht gehen? Nee, ist immer noch verdammt düster hier in der Höhle. Na gut, dann ich behalte erstmal die Rüstung hier an. In der Hoffnung, dass es mir irgendwas bringt.